Wir sind in Kakariko. Wir haben gerade, ich dachte, es sollen 2000 Rubine sein, dabei nur 200, um den Laden in Hyrule Stadt zu übernehmen. Und das haben wir mit bewerkstelligt sozusagen. Minikarte bitte einblenden. Und jetzt schauen wir uns den Laden natürlich an. Wir haben gerade die 200 Rubine abgegeben und auf dem Weg dorthin bin ich mir relativ, warte mal kurz, sicher, ja genau, dass wir hier noch irgendwo, sollten wir, relativ sicher, sollten wir irgendwo noch das zweite Insekt finden, das hier ausständig ist. Hier ist nämlich noch, warte mal kurz, was ist denn ausständig? Ganz kurz, die, warte mal, was ist das? Nashornkäfer, Hyrule-Ebene, bei Piron, nein, das nicht, das ist, müssen wir dann zu Piron natürlicherweise. Ah, die Heuschrecke, männlich müssen wir dann finden. Ah, Jaxa. Und diese Heuschrecke, na, männlich haben wir, weiblich müssen wir finden. Ja. Und das machen wir, weil das am Weg liegt. Weil es nördlich von Kakariko ist. Ist perfekt, würde ich sagen. Wir werden eine Sache aber machen, wir werden uns Epona noch schnappen, damit wir da ein bisschen durchrushen können. Na, sonst wird das ewig dauern. Schluck Wasser. Hab ich schon Hallo gesagt? Herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Ah, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Jetzt geht's wieder rund. Wir haben in der letzten Episode... Alter, ich habe nichts getan. Wir haben in der letzten Episode gesehen, dass Ganondorf zurückgekehrt ist. Oder zumindest, dass Zanto von Ganondorf wohl seine dunkle Macht hat. Jetzt ist er schon wieder da. Maromarkt, natürlich, ich will da ja auch hin. Ja, ab die Post. Tschüss, tschüss, tschüss. Nett, dass du da warst. Schön, dass du wieder weg bist. Jetzt pass auf. Moment. Ich bin nicht da, sind die Briefe. Was hält denn hierher, sagt er. Endlich, Maromarkt, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteuer und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung, nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich dieses einmalige Angebot. Ich glaube, das ist die, die unendliche Abwehr hat, solange man Rubine hat. Oder so. Oder Magie, bin nicht sicher. Aber Magie haben wir ja nicht, also... Da ist es schon. Oh mein Gott. Okay. Muss ich euch jetzt wirklich... Ich habe kein Interesse dran. Absteigen, komm. Hab. Nein! Nein! Wo ist hin? Wo ist hin? Wo ist hin? Nein! Das gibt's doch nicht! Wo ist hin? Ah, oh, da ist es, Gott sei Dank. Komm. Ah, was ist denn? Nimm's doch endlich! Ja, was ist denn? Nimm den Scheiß! Ja, nimm's jetzt! Die Scheißgegner da! So, wo ist denn das? Das gibt's ja jetzt echt nicht. Langsam wird's nervig. Da ist er. Na, endlich, Alter. Ist es jetzt die falsche? Es ist die falsche, oder? Nein! Es ist die falsche! Ich habe viel zu viel Aufwand betrieben gerade für den Scheiß. Oh mein Gott. Und jetzt verfolgt's mich auch noch. Oh Mann. Das nervt. So ein Scheiß, echt. Versuchen wir uns mal hier entlang zu hangeln. Noch sehe ich nichts. Ach, die Scheiße, echt. Das nervt schon gewaltig.
Hier ist ja wieder was anderes, weil da ist das von der Eldin-Brücke. Das interessiert uns ja wieder weniger. Oder hier, hier muss ja das Eldin-Brücken-Ding sein. Genau, das ist ein anderes. Das haben wir schon. Mann. Ist das ein Scheiß, echt? Hm. Ja, wo ist denn das zweite? So, jetzt reicht's aber dann, gell? Mit den Scheißvögeln und mit den Scheißgegnern. Ich will doch nur ein... Verfluchtes... Scheiße, ist noch einer da! Jetzt wird's aber noch langsam nervig. Oh Gott. Wo ist die zweite Heuschrecke? Ich will noch rein nach Hyrule, bevor es dunkel wird, weil sonst müssen wir wieder ewig warten. Gibt's da keinen Trick oder so, das schnell zu finden? Ja, kann das die Wahrheit sein? Ich verstehe es nicht. Ich sehe sie nicht. Die zweite muss irgendwo hier sein. Das Ding ist, das Gebiet ist zu groß hier. Als dass wir sie nicht finden würden. Ich meine, gut, wenn es Nacht ist, finden wir sie natürlich leichter. Das muss man auch wieder sagen, gell? Aber ich will nicht so lange zuwarten, ehrlich gesagt. Da! Da 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 ist sie. Alter. Yes. Oh ja. Ich liebe es. Na komm, steigen wir mal auf. Dann haben wir noch Glück vielleicht und können tatsächlich noch nach Hyrule Castle rein, bevor es dunkel wird. Ja. Ganz schön schwierig zu finden, das ganze Zeug hier. Ah, Freude, 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 Freude. Und jetzt schauen wir uns den Maromarkt an. Er bleibt einfach stehen. Achso, er bleibt deshalb stehen. Steig ab. Aber Pfeile sind echt eine Mangelware hier. Das ist unglaublich. Das mit Köchererweiterung gibt es hier auch irgendwie nicht, gefühlt. Komisch irgendwie. Komisch, komisch, komisch. Außerdem müssen wir eh sowieso zu Thelma. Denn die wird uns sagen, wo wir als nächstes dann hin müssen. Also, was machen wir als erstes? Wir gehen mal zu... Es steht sogar der Pfeil, also es steht sogar die Fahne hier, dass wir hier lang müssen. Also zumindest zu... in die Bar. So, machen wir das? Kann ich mich verwandeln? Kann ich. Cool. Da können wir wühlen. So, was bekommen wir jetzt für unsere 20 Geisterseelen? Hm. Schauen wir uns das mal an. Ah, ich kann mich nicht umverwandeln. Das ist ja nett. Es ist jetzt nicht so das, was ich mir erwartet hätte, aber es ist nett. Mm-hmm.
Das heißt, wir haben jetzt eine Geisterlampe. Das ist ja nice. Das ist sogar super nice, weil jetzt können wir, dann finden wir das wohl leichter alles miteinander. Ja, 35 noch, das ist viel. Leute, das ist richtig viel. Was da noch fehlt. So, und da sehen wir schon wieder einen Link. Drückt sie uns das Ding jedes Mal in die Stirn rein? Da ist ja geschäftig. So, Agneta. Wir könnten zu Agneta gehen, aber das wirklich Coole, wo wir jetzt hingehen und was wir eigentlich, auf was wir abzielen, ist der Maromarkt, den wir ja jetzt wieder eröffnet haben, sozusagen. Servus. Nur sein Logo überall. Der Kleinpreishelden. Die Kleinpreishelden vom Maromarkt, bekannt in Hyrule Stadt für ihre legendären Preise. Hereinspaziert, hereinspaziert. Schau dir unsere erstklassige Ware in aller Ruhe an. Na, machen wir das. Und ich dachte mir, es kann nicht mehr verstörender werden, aber ja, es ist verstörender geworden. Kauf es! Kauf es! Oh Gott. Verkauf mir auch was! Das ist der gleiche Verkäufer, der affektierte Arsch. Ich kauf was! Ich kauf was! Auch wenn ich es nicht brauche, ich kauf was! Das ist der richtige Konsumheld. Komm, verkauf mir was! Stempel von Maromarkt, nur 100 Rubine, okay. Hey, die ist wirklich billig, die Rüstung, die kaufe ich. Magierüstung, super! 598 Rubine verfügt über mysteriöse magische Kräfte. Mit dieser Rüstung gehst du sicher durch jedes Abenteuer. Mach mal, kauf mal, einfach nur, dass wir sie haben. Besser haben als brauchen. Hey, der hat thank you gesagt. Herzlichen Glückwunsch, das war die letzte Magierüstung, die wir noch auf Lager hatten. Solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff, verlierst du aber jeden gegnerischen Treffer viele Rubine. Okay, sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Wird nicht mehr hergestellt, okay. Und was mit dem Maromarkt-Stempel? Wenn wir schon auf Stempel-Orgien sind, dann bitte, kaufen wir das bitte auch. Ja, kaufe ich. Okay, alles klar, schaut aus wie beim Gameboy-Drucker. Okay, schau, nur 5 Rubine statt 10.000. Das ist ein Faktor 2.000, der jetzt billiger ist. 2.000% billiger, cool. Vielen, vielen Dank, komm jederzeit wieder. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle drei Rüstungen. Die schaut mega mächtig aus, die Rüstung. Aber es ist halt die klassisch grüne Tunika ist halt noch immer die schönste, nicht? Ja, dann interessant, dass wir jetzt... Aber die haben doch 2000 Rubine geschrieben. Ich muss die Episode von... Ich glaube, die heißt Brückenreparatur. Das ist Episode 43. Die muss ich mir nochmal anschauen. Denn ich glaube, gesehen zu haben, schon alle mit Maromarkt-Zackerler Einkaufstüten für Deutsch. Aber jeder, wirklich jeder. Ich liebe dieses belebte Hyrule, das ist so cool. So schön geschäftig, auch wenn man mit niemandem spricht, aber es ist so schön geschäftig. Was wollte ich denn? Ich wollte noch zu Agneta. Ich frage mich eine Sache noch. Eine Sache frage ich mich wirklich. Das könnten wir jetzt ausprobieren. Ob wir bei der Star Challenge mit einem Greifhaken weiter kämen. Alleine. Ohne, dass wir jetzt zwei Greifhaken haben. Ich glaube, mit zwei Greifhaken wird es ultra easy, aber mit einem Greifhaken musst du doch gehen, oder? Servus. Mein junger Freund, du willst doch sicher die Herausforderung annehmen. Es kostet dich 10 Rubine, natürlich. Wir probieren es nochmal. Dann los. Ja gut, komm los. Hopp.
Der zweite wäre halt nicht schlecht, gell? Zweite Greifhaken, da wären wir viel schneller. Ja, dann müsstest du wirklich fliegen können. Also zwei sind muss. Ja, Star werden. Nein, danke. Wir werden jetzt warten auf die zweite, auf den zweiten Greifhaken. Ich war mir nicht sicher, ob es sich vielleicht ausgeht, aber 30 Sekunden ist echt. Knäppstens, würde ich behaupten. Knäppstens. Knäppestens. Hyrule-Stadt, so mächtig. Ich liebe es. Agneta, ich habe was für dich. Mal wieder. Jetzt fehlen uns dann noch zwei Insekten, kann das sein? Ich glaube, zwei Insekten fehlen uns dann noch. Dann müssten wir es haben. Das eine im Heiligen Hain, ja, das wird noch etwas dauern, bis wir dorthin kommen. Also, wir haben ja eh Zeit, so ist es ja nicht. Ja, ich habe was für dich, liebe Agneta. Nämlich hier die zweite Eintagsfliege. Dein Ball wird belliger. Ah, die Eintagsfliege, ich würde mir nie erlauben zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Ah, geilo. Ja, teil dein Glück mit mir. 100 Rubine, yay. Noch drei Insekten. Jetzt weiß ich dann wirklich nicht mehr, wo ich meine Rubine dann anbringen könnte. Jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zum Ausgeben. Alles, nicht alles. So. Also zwei Insekten fehlen dann noch, ja genau. Nachdem wir das hier abgegeben haben. Was bekommen wir wohl von ihr? Wir haben jetzt übrigens die dritte Flasche mit dem Feentau. So. Haben ein paar tolle Nebensächlichkeiten jetzt in dieser Episode gemacht. Finde ich persönlich. Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Eine Sache machen wir noch. Wir schauen uns jetzt mal den Süden an hier. Bevor es mit der Hauptstory weitergeht, schauen wir uns den Süden an. Ob der Gorone jetzt denn endlich fertig ist mit der Arbeit an dem Südtor. Weil dann könnten wir auch noch das letzte Insekt in der Ebene von Hyrule finden, ne? Jetzt muss ich mir mal eine Sache anschauen. Wenn ich in der Ebene herumgurke, können wir dann einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Bomben zum Beispiel weg und sag. Mit der herumrenne hier. Bringt das? Ich meine, es bringt ja nichts eigentlich, oder? Schau, es ist fertig geworden. Wer ist denn da unten? Ist das auch Agneta? Schau, es ist auch Agneta. Ich begrüße dich. Schon lange nicht mehr gesehen. Dank dir haben schon so viele goldene Insekten den Weg gefunden. 22, um genau zu sein. Nur noch zwei Insekten. Also, bis alle 24 beisammen sind. Und versuch auch Partner für diejenigen zu finden, die noch allein sind. Ja, ich weiß. Und du bist jetzt durch, gell? Super. Hey, ich habe den Felsen aus dem Weg geräumt. Wie versprochen. Ich weiß ja nicht, wohin du willst, aber pass gut auf dich auf. Ja, genau da will ich hin. Denn da ist noch eines der Insekten, aus der ausständigen Insekten. Und eins ist dann halt noch im Heiligen Hain. Und da glaube ich, dort wo man dann, ich weiß nämlich was das ist, da kommt man zu einem Zeitschrein, da ist wieder Zeitreise angesagt. Ich freue mich so sehr über die Zeitreisen. Ah, war da nicht eine Brücke, wo eine Kiste ist, die wir nur bekämen? Warte mal, ist hier irgendwo Flötengras? Ich sehe hier nirgends Flötengras. Moment, ich schaue mal schnell auf die Karte. Ach, nur im Süden. Hier ist eine Kiste dann. Die wir normalerweise jetzt mit dem Greifhaken greifen könnten. Hey! Da leuchtet doch was. Apropos, ich sehe da gerade was. Ach Mann, hört auf! Die Nerven was zusammen, hey. Wahrscheinlich gibt es ja wieder keine Kiste. Wir waren vielleicht hier schon, ich weiß es nicht. Okay, lassen wir das. Das bringt nie was, kommt mir vor. Thank you.
Die Lampe hat geleuchtet vorher. Ich überlege gerade, wo der zweite... wo das zweite Insekt sein könnte. Da haben wir auf jeden Fall mal eine Kiste, das ist schon mal gut. Leider kein Herzteil, aber doch was Mächtiges, würde ich jetzt behaupten. Wie komme ich denn da wieder raus? Also so, passt. Daran haben sie eh gedacht, das passt. Ei. Frage mich, wo da jetzt welche sind. Da oben ist ein Insekt. Eventuell können wir an das rankommen. Und dann ist es das Letzte, das uns fehlt, bis auf das im Heiligen Hain. Du blödes Saufiech! Immer dann, wenn du glaubst... Na... So, bitte, 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 bitte. Ja! Das war's. Super. Es fehlt wirklich nur mal ein einziges. Da kommen wir dann sehr viel später hin, aber wir haben sonst den Rest schon da. Das ist super. Okay, da vorne sehe ich auch endlich den. Das Irrlicht oder den Geist hier. Und raus mit der Seele. Treffer, während wir die Seele rausgerissen haben. Jetzt reicht's aber dann. Alter. Die sind ganz schön stark, die Teufel. Er springt einfach nicht runter. Okay, pass auf, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das, haben wir das, haben wir das. Da ist mal nichts in der Nähe. Da drüben hat es geleuchtet, das weiß ich noch. Aber vielleicht hat das Ding einfach 2 von 6 in der Gegend hier. Hammer. Da leuchtet jetzt auch nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, dann warpen wir uns in die Nähe von Hyrule Stadt hier lang. Und gehen dann zu Thelma nach dem Cut.